Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder einen Quick-Tipp für euch. Ich habe gerade hier das Wasser nochmal gewechselt. Für uns geht's gleich in Urlaub. Ich habe hier alles fertig gemacht und die Fische heute Morgen gefüttert und eben nochmal den letzten Dreck weggemacht. Jetzt natürlich noch ein bisschen trüb. Haben noch einen Filter eingebaut und hier oben ist so ein kleines Schwämmchen und das ist ein Schwämmchen mit Kohle, also mit ja, diese Aktivkohlefilter kennt ihr wahrscheinlich und das ist so ein Schwämmchen mit Aktivkohle und das soll wohl angeblich helfen oder verhindern, einen Nitritpeak zu bekommen, wenn man keinen Wasserwechsel macht. Und das habe ich jetzt schon öfters mal gemacht und zwar in den SEPA-Boxen und probiere es jetzt mal hier aus. Da die Fische nur ganz wenig Futter über den Automaten kriegen. Die wachsen jetzt natürlich dann die Woche ein bisschen langsamer, aber das ist gar nicht schlimm, das ist manchmal sogar gut. Und ja, Heizung habe ich rausgenommen. Hier ist ja warm, dass die warmen Temperaturen zum Gedeihen und Wachsen brauchen die jetzt gerade nicht mehr. Die wurden ja bis vor kurzem noch bei 28 Grad gehalten, beziehungsweise 26 Grad war zuletzt und jetzt sind sie auf 24. Optimale Haltungsbedingungen, denn umso wärmer man hält, umso schneller ist der Stoffwechsel und der Organismus und dementsprechend wird oft gescheatert und natürlich dementsprechend auch oft gefressen oder Hunger bekommen. So, die haben jetzt alle schöne dicke Bäuchlein. Schaut euch das mal an. Und dürfen dann, da sieht man es ganz gut, schöner gefüllter Bauch. Und die dürfen dann jetzt, die dürfen jetzt dann halt ein bisschen weniger essen, ein paar Tage und ein paar Wochen, so eine Woche. Und dann, wenn ich wieder da bin, fahre ich die Temperatur wieder ein bisschen höher. Und wobei eigentlich brauchen die das nicht mehr, sind jetzt ja schon 4 Monate alt. Und dann wird separiert. In diesem Sinne, das wird ein kurzer Quick-Tipp. Wenn es falsch ist, berichtigt mich bitte. Ich habe das so gelesen in Fachliteratur und gehe mal davon aus, dass sie nicht lügen. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Urlaub oder habt noch einen schönen Urlaub. In diesem Sinne, macht's gut, ciao.